Es ist wieder soweit. Volksfest auf dem Cannstatter Wasen, das 119. Mehr als 1 Million Besucher werden in den nächsten 12 Tagen erwartet. Mehr als 450 Schausteller, Festwirte und ambulante Händler konkurrieren um Spaß an der Freud, um Zerstreuung und das Geld der Festgäste. Für das Vergnügen ist gesorgt. Wie aber steht es um die Sicherheit? Wo die Nacht zum Tage wird, ging die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran. Sie modernisierte die Beleuchtung. Rund 100 Holz- und Gittermasten wurden neu gesetzt, die veralteten Glockenlampen gegen rationelle Leuchtstoffröhren ausgetauscht. Die technischen Werke installierten zusätzliche Stromreserven für Bierzelte und Fahrgeschäfte. Das technische Vergnügen. Immer größer, immer kostspieliger, immer komplizierter. Ein Beispiel. Das Eigengewicht sogenannter Auslegerflugkarusselle erhöhte sich in den letzten Jahren von 7 auf fast 16 Tonnen. Dementsprechend ist der technische Aufwand. Die Berechnungen sind oft aufwendiger als bei Industrieanlagen. Hier könnte es gefährlich werden, wenn Zentrifugal- und Zentripedalkräfte, Schwingungen und Winddruck nicht präzis aufeinander abgestimmt wären. Die Konstruktion ist exakt, aber auch die Montage auf dem Rummelplatz? Diplom-Ingenieure, Experten, Beamte, Polizei und Feuerwehr prüfen an Ort und Stelle den Aufbau, mit gutem Grund. Schon öfter haben Karussellbesitzer wichtige Teile nicht eingebaut, weil sie stören. Man sieht die Prüfer lieber gehen als kommen, aber man ist freundlich zueinander. Das Baubuch, der Reisepass jedes Fahrgeschäfts enthält alle technischen Daten. Stimmen Plan und Wirklichkeit überein? Alle 2 Jahre findet außerdem eine generelle technische Revision statt. Der zentrale Bremsstand. Bei allen Berg- und Talbahnen muss die Anlage von einem Punkt aus übersehbar sein. Die Wackelprüfung in der Kurve. Haben die Wagen auch nicht zu viel Spiel in den Schienen? Diese Führungsrolle zwischen den Schienen verhindert das Entgleisen in Kurven und auf Kuppen. Kettenkarussells, seit Jahren besondere Sorgenkinder der Prüfer. Auch auf dem Wasen gab es vor einigen Jahren einen tödlichen Unfall, als eine Kette riss. Die Kettenglieder hatten sich zu weit abgeschliffen. Die Prüfvorschriften wurden verschärft. Die Ketten müssen 15-fache Belastung aushalten, obwohl die Norm nur 5-fache Sicherheit vorschreibt. Die Motorleistung ist so bemessen, dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten werden kann. Das ist wichtig, falls temposüchtige Fahrgäste den Karussellbesitzer in Versuchung bringen sollten. Jedes 4. Geschäft auf dem Wasen ist eine Schießbude. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Hier ist man vorsichtiger als auf anderen Rummelplätzen. Der Sicherheitsabstand beträgt 3,50 Meter, 70 Zentimeter mehr als allgemein üblich. Unter diesem Zeltdach haben rund 4000 Personen Platz. Vor 3 Jahren, die Prominenz saß noch beim Eröffnungsbier, als eine Windhose mit Getöse die Dächer von 2 Zelten hob. Ein Zufall, dass niemand verletzt wurde. Die Ursache, die Pfetten, stützende Hölzer, waren nur eingehängt, aber nicht befestigt. Seitdem sichern zusätzliche Verankerungen die Dachpfetten in allen Zelten. Zeltdekorationen, tausende von Metern Stoff. Hier wird geraucht, manchmal stieben Funken. Die Brandgefahr ist offensichtlich. Feuerwehrmänner machen die Probe aufs Exempel. Alle Dekorationsstoffe müssen unbrennbar sein. Sie werden vorher mit einem Imprägnierungsmittel behandelt. In allen Zelten werden Stoffproben abgeschnitten. Sogar mit der gebündelten Hitze einer Lötlampe gelingt es nicht, den Stoff anzuzünden. Es bleibt lediglich ein verkohlter Fleck. Feuermelder gibt es nicht auf dem Festplatz. Die Gefahr des Missbrauchs durch bierselige Besucher ist zu groß. Ein aufwendiger, aber zuverlässiger Ersatz. 4 hohe Starkästen der Feuerwehr, ständig besetzt, durch Telefon mit der nahegelegenen Wache verbunden. Alle 80 Meter ist auf den Straßen des Wasens ein Hydrant. Auch für die Wasseranschlüsse war in diesen Tagen Generalprobe.
Wenn sich die Räder zu drehen beginnen, muss sich der Aufwand der Prüfer bewähren. In letzter Instanz sind die Schausteller jedoch selber verantwortlich. Und nicht selten haben Fahrgäste eine Beinverletzung, eine Prellung selbst verschuldet. Das technische Vergnügen fordert eben mehr Aufmerksamkeit als ein Kinderkarussell.